Ich werde dir etwas sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie. Yo, YouTube, was geht ab? XM Homies am Start für euch mit einem neuen Gameplay-Commentary auf dem Kanal von Maya. Vielleicht denkt sich der ein oder andere gerade, WTF, ist das gerade wirklich Maya? Nein, ich bin nicht Maya, aber Maya hat mir hier die Chance gegeben, mich einfach ein bisschen vorzustellen. Und erstmal ein riesen Dankeschön an dich, Digga. Ist echt eine hammerkorrekte Aktion von ihm. Und ja, bevor ich mit der ganzen Vorstellung etc. anfange, wollte ich noch ganz kurz was zum Gameplay im Hintergrund sagen. Und zwar ist ein Black Ops 2 Gameplay. Das Ganze wurde auch natürlich von mir erspielt. Und zwar ist es noch 105 bei ganz Beginn Abschluss bestätigt. Und ja, das Gameplay war auch echt ziemlich lang im Weltrekord, also die höchste ganz Beginn Abschluss bestätigt. Aber das dient auch nicht zur Sache. Und ja, dann noch ganz kurz zum Gameplay. Und zwar, ich bin am Anfang sogar auf eine 10er ganz gestorben. Also theoretisch wäre es ja dann die 115er ganz gewesen. Und ja, ich habe ja dann auch noch logischerweise Zeit verloren, bis ich wieder in den Spawn laufen war, und ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, und vielleicht hätte ich da auch sogar auch noch 5 Kills gemacht, und dann wäre es vielleicht sogar die 120er ganz viel gewesen, aber dann müsste halt echt alles perfekt laufen, und ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, aber ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine 105er ganz viel, und ich denke, das kann man auf jeden Fall auch lassen, und ja. So, ich habe echt richtig lange überlegt, was für ein Gameplay ich euch präsentieren soll. Am Anfang habe ich mir so gedacht, komm, ich nehme einfach eine Advanced Warfare Triple DNA Bomb, aber Niklas hat ja mittlerweile, glaube ich, 18 oder 20 Stück, und dann dachte ich mir so, komm, ich bringe einfach ein bisschen Abwechslung, weil Niklas kann nicht wirklich so sehr viel Abwechslung bringen. Es ist nicht der Fall, dass er keine Black Ops 2 Gameplays hat, das auf keinen Fall, sondern er hat einfach keine Elgato, und er muss halt immer seine Kollegen fragen, ey Digga, willst du mal ein Gameplay von mir abfilmen, und natürlich schreit dann nicht jeder sofort ja, weil es macht natürlich auch nicht so sehr viel Spaß, und ja, und falls er wirklich dann mal einen Kollegen gefunden hat, der ein Gameplay für ihn abfilmt, dann kann er das Gameplay auch nur mit Musik hochladen, nur mit Musik. Das ist einfach ein richtig der Abfuck, finde ich, und ja, es liegt einfach daran, dass er keinen PC hat, und natürlich muss man Black Ops 2 Gameplays mit dem PC kommentieren oder mit dem Laptop. In Advanced Warfare kann man das ja irgendwie mit der Party-Einstellung machen, also mit der PS4, und ja, das ist der Hauptgrund eigentlich, dass ich jetzt Black Ops 2 genommen habe. Und ja, ich habe jetzt schon über 2 Minuten kommentiert und habe noch nicht mal mit meiner Vorstellung begonnen. Aber ja, ich muss euch noch ganz kurz was von Niklas ausrichten, also von Maya. Und zwar, es wird auf jeden Fall ein 600 Abonnenten stattfinden. Also ein 600 Abonnenten Special, sorry für den kleinen Versprecher. Also wie gesagt, 600 Abonnenten Special findet auf jeden Fall statt. Ihr könnt euch auf jeden Fall echt drauf freuen. Und ja, es wird auf jeden Fall echt langsamer Zeit für meinen eine Vorstellung, und ja, dann fange ich doch direkt mal an. Ich heiße Real Life Yannick, bin 15 Jahre alt, werde bald 16 und komme aus Bayern, deswegen habe ich auch vielleicht einen Dialekt oder sowas, aber ich denke, man kann mich auf jeden Fall echt verstehen, und ja, vielleicht denkt ihr euch jetzt echt gerade, wieso darf ich einen Gast-Upload auf seinen Channel machen und nicht einer von euch da draußen, und weil es liegt einfach daran, ist eigentlich echt easy zu verstehen, weil ich und Maya sind halt echt richtig gute Internetfreunde, wenn ich das so sagen kann, geworden, und ja, wir verstehen uns halt echt unnormal richtig krass gut, und wir zocken halt auch echt, glaube ich, jeden Tag zusammen, oder wir schreiben, oder wir chillen auch richtig oft in der Skype-Konfi oder PS4-Party, und ja, es macht halt echt auf jeden Fall immer wieder richtig viel Spaß, und der Hauptgrund ist eigentlich, ich habe halt seine YouTube-Daten hier, und das zeigt auch, wie sehr wir uns einfach nur verstehen, also ich könnte auch theoretisch einfach nur sein Passwort ändern oder einfach auch den Channel löschen, aber das mache ich natürlich nicht, und ja, also wie gesagt, ich habe hier seine YouTube-Daten, und er schreibt mich halt ab und sucht mal an, ey Digga, kannst du mal bitte mein Video veröffentlichen? Also er hat das dann immer auf ungelistet, und ich veröffentliche das dann immer, weil wie gesagt, er hat leider kein PC. Und wenn er das am Handy ausmacht, dann passiert sehr, sehr oft ein Subbox-Fail. Und das wäre natürlich echt belastend, wenn es dann nur die Hälfte oder sowas sieht. Und ja, deswegen mache ich das meistens. Und ja, das letzte Gameplay, also die Triple Nuclear auf Carrier, habe ich auch für euch geschnitten und hochgeladen, und da meinte er so, ey komm Digga, du bist kurz vor den 500 Abonnenten, also ich habe jetzt glaube ich 496 oder sowas, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall irgendwie sowas, und dann sagte er so, komm, du machst jetzt einen Gast-Upload auf meinen Channel, ich gönn's dir und promotest dich einfach ein bisschen, also push ein bisschen rum, aber er hat das wirklich ein bisschen übertrieben, ich mag mich so sehr unnormal pushen, aber würde mich halt echt richtig krass freuen, wenn wir vielleicht so 20 Abonnenten oder so, also ich dazu bekommen würde, und auf jeden Fall will ich die 500 Abonnenten packen. Wäre auf jeden Fall echt richtig chillig, wenn ihr mal vorbeischauen würdet, wenn ihr meinen Kommentierstil mögt oder einfach auch mein Gameplay euch gefallen hat, weil ich habe auch in AW das ein oder andere gute Gameplay, also ich habe 2 Double DNA Bombs, habe auch ein bisschen was Exotisches, also FFA Double DNA Bomb habe ich auch, könnt ihr auch mal vorbeischauen und sowas, also würde mich auf jeden Fall echt freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischauen würdet, und ja.
So, eigentlich habe ich echt nicht wirklich sehr viel mehr zu sagen. Das war es eigentlich schon mit meiner Vorstellung. Ich lasse euch noch ein kleines bisschen mit dem Gameplay im Hintergrund alleine. Es hat mich auf jeden Fall echt richtig gefreut, vor so aktiven Abonnenten ein Video zu machen. Nochmal riesen Dankeschön an dich, Maya. Natürlich könnt ihr Kritik unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe ein kleines bisschen zu schnell geredet, aber ich denke, es geht trotzdem klar. Und ja, dann würde ich sagen, lasst doch ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei mir vorbei. Und nochmal danke an dich, Maya. Ciao, haut rein.